Willkommen zurück zu einer weiteren quietschenden Folge von Evoland 2. Quietschen deswegen, weil mein Stuhl gerade in dem Moment gequietscht hat. Und jedes Mal, wenn ich mich bewege, ihr kennt das ja, ne? So, dann gehen wir ins Schloss Dämonia. Ach, hier erwartet uns nochmal ein Kampf. Ach du Scheiße, 4 Leutnants. Ihr seid die Macht unserer Armee. Ihr erfüllt die Herzen unserer Feinde mit Angst. Eure Kraft und eure Grausamkeit haben euch einen furchteinflößenden Namen eingetragen. Die 4 apokalyptischen Reiter. Nein, das ist nichts. Ja, es funktioniert nicht mehr. Was meint ihr? Das ist nichts. Wir, naja, wir haben die Pferde verloren. Sind sie tot? Nein, nein, wir haben sie tatsächlich verloren. Damit meine ich wirklich verloren. In einem Moment waren sie noch da und im nächsten Moment... Wie vom Erdboden verschluckt? Vielleicht haben wir sie anderswo gelassen. Jedenfalls sollte man uns jetzt wohl eher die 4 apokalyptischen Infanteristen nennen. Allerdings klingt das nicht annähernd so furchterregend. Mein Herr, alles in Ordnung? Macht euch bereit. Um uns den Sieg zu sichern, entfessle ich die Mächte der Finsternis selbst. Hört sich großartig an, mein Herr. Womit habe ich das nur verdient? Endlich haben wir Schloss Dämonia erreicht. Es hat schon bessere Zeiten gesehen. Ich bete, dass es Überlebende gibt. Sputen wir uns. Habt Dank, dass ihr euch in diesem Krieg so wendig wie standhaft erwiesen habt. Ich hätte die Truppen wohl kaum mit solcher Führungskraft befehligen können. Habt meinen aufrichtigsten Dank. Oh, Minus, das ist so viel des Guten. Guck mal, ich fange an, mich hin und wieder ein bisschen umzusehen, ne? Oh, ist eine Kiste. Gibt's sie woanders auch? Mana. Wo habe ich jetzt weiter solche Kisten übersehen? Oh, scheiße, wir können nur frontal. Mist, 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 Mist. Naja, es hat ja gespeichert, ne? Versuchen wir es mal. Wir können ja mal ein bisschen gucken. Okay, wir haben Katapult, 2 Magier, 2 Bogenschützen, 2 Reiter. Okay, also 4 Bogenschützen, 4 Paladiner, 2 Katapulte, 2 Reiter, 2 Magier und dieser Leutnant halt. Und den Großmagus selber. Ach du Scheiße. Ich hab jetzt schon Panik. Am besten die schwache Seite, ne? Aber ich hab Angst wegen den... Feuer. Ach, mehr als schief gehen kann es ja nicht, ne? Ich gehe jetzt erstmal alles voll auf die eine Seite. Die eine Seite ist halt die schwächere auch. Gut. Also von denen, die das aushalten und so weiter. Nicht vom Schaden her. Ich bin mal gespannt. Aber ehrlich gesagt freue ich mich schon, wenn dieser Modus vorbei ist. Kiss Ifrit Sipok. Bitte was? Ich beschwöre höllische Flammen. Bitte was? Ja, aber das ist da. Da passiert doch da nichts, ne? Also mir nichts. Sollte man meinen. Gut, dass ich mich für den entschieden habe.
bin skeptisch. Ich weiß nicht, wie das machen wird. Oh, ich bin ja noch. Dahin. Warte. Oh, scheiße, ich hätte irgendwie angreifen können oder so. Nee, doch nicht. Richtig Schiss. Aber so richtig. Ich weiß nämlich nicht, was passieren wird. Wenn man das... Mhm. Das ist auch so ein Radius. Okay. Jetzt bin ich schlauer. Der hat also einen deutlich größeren Radius. Werde ich den einen Zauberer auf jeden Fall vernichten. Wieder. Ist mir auch so egal, ob mein Pony dann irgendwie draufgehen würde oder nicht. Wo ist denn der andere Zauberer eigentlich hin? Ist der da irgendwo gewesen? Nee, ne? Der denn? Ach, da ist der. Wo kann ich den wenigstens erwischen? So, Stück für Stück vorwärts. Irgendwann kommt mein Katapult auch hinterher. Vielleicht sollte ich mein Katapult nicht unbedingt ungeschützt lassen, ha? Jetzt sind meine Kleider schmutzig. Oh nein, meine Heilerin ist tot. So. Gut. Das wird jetzt Dorkin und Dings in der nächsten Runde treffen. Das mag ja. Mit dir. Dummer Magier. Hast meinen Heiler getötet. Oh, ernsthaft. Ich muss nur aufpassen, wo die stehen bleiben. Bei der Radius ist zum Beispiel nicht gut. Ja, komm, greif mich an. Das ist egal. Ich mach dich jetzt eh in der nächsten Runde platt. Die vier Leute sind die, die mir Angst machen. Schon 100? Zwei werden erwischt wenigstens, ne? Ist ja schon mal etwas. Nee. Nee. Auf die Gefahr hin, dass er dann in der nächsten Runde angegriffen werden könnte. So, dann geh du mal als Futter.
Ach so, oder so kann keiner angreifen hier. Scheiße, der greift ja auch so an. Ah fuck, das habe ich überhaupt nicht bedacht. Ich dachte, er macht immer nur diesen... Ach Mann, das habe ich überhaupt nicht bedacht. Scheiße. Ah fuck. Schafft er ihn noch nicht mal komplett K.O. zu machen? Ja, echt mal. Ich will den Tod haben. Kostet es, was es wolle. Ich verkack's doch eh. Ist doch der jetzt schon kacke. Warum habe ich den eigentlich nicht angegriffen? Ich will den Markus eigentlich töten. Schinskina. Ah, du kannst ihn angreifen, das ist schon mal gut. Oh, verdammt, da konnte nicht mal jemanden angreifen. Angst davor, was der Markus gleich macht. So, jetzt wird Dorking ziemlich in die Mangel genommen. Das ist halt kacke. Velvet und Fina sind halt weg. Scheiße. Aber hat er gerade seinen eigenen Leuten auch Schaden gemacht? Tatsache. Schütz! Attacke! Attacke! Nein, unmöglich! Ich kann nicht verlieren! Nicht jetzt! Gott sei Dank, es hat ausgereicht! Huh! Ihr steckt in der Falle wie eine Ratte, die nach korsischem Käse stinkt. Glaubt ja nicht, dass ihr mich mit euren obskuren Anspielungen auf Käse verwirren könnt. Hm, ihm nach, schnell! Er darf uns nicht entwischen! Beeilen wir uns, sonst wird es sein Vorsprung. Sonst wird sein Vorsprung zu groß. Ihm nach. Los, Beeilung. Na dann, nichts wie los? Alle müssen so... Hey, dies und das und jenes. Warte mal, warte mal, warte mal. Es hat ja gespeichert. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich mich jetzt so dermaßen beeilen muss. Ich will nämlich doch sicherheitshalber ein paar Leute rekrutieren, weil man weiß ja nie. Bis jetzt war zwar immer ein Kommandozelt da gewesen, aber... Man weiß ja nie. Oh, ich kann mir noch ein Dings holen. Ich will aber noch ein Reiterchen. Noch ein Bogenschützen. Und das war's. Okay. Hab ich gut was gemacht. Am Punkten. Vielleicht hätte noch ein zweites Katapult nehmen können, aber das kommt so schleppend hinterher. Der Markus ist da lang gegangen. Schnell, schnappen wir ihn. Warum rennst du denn einfach vor? Wo genau sind wir? Wir sind dem Markus den ganzen Weg bis hierher gefolgt. Soweit ich weiß, ist dieser Ort uralt und tief unter Schloss Dämonia begraben. Wozu diente dieser Ort, Menos? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nie zuvor zu Gesicht bekommen. Ich wusste noch nicht einmal von seiner Existenz. Klasse. Noch ein geheimnisvoller Ort, den es zu erkunden gilt. Ah ne, sie sagt ja wahrscheinlich, ja klasse. Kein einziger der Bewohner hat überlebt. Ich werde bleiben, falls der Markus zu entkommen versucht. Aha. Aha, okay. Ah, jetzt kann ich wieder so... Oh, ist das komisch. Aha! Menos! Das kann doch nicht wahr sein. Was suchen all diese Dämonen hier? Das sieht fast nach antiker Maschinerie der Magie aus.
Moment, wäre es möglich, dass die Magi Dämonen geschaffen haben? Was für eine faszinierende Entdeckung. Ich hätte nie gewagt, die Theorie zu äußern. Nein, das ist unmöglich. Dämonen von Menschenhand geschaffen? Ganz im Gegenteil, Minos, es ist möglich. Wenn meine Theorie stimmt, schließt sich jeder Kreis. Die Menschen haben im Zeitalter der Magie Dämonen geschaffen, nur um sie im großen Krieg wieder zu vernichten? Was für eine Verschwendung. Solid Snail, Fina, bitte sagt mir, dass sie sich irrt. Das ist ja echt krass. Menschen erschaffen Dämonen, nur damit sie die dann wieder besiegen können. Ist denen langweilig oder so? Müssen die Krieg führen oder was? Oder neue Sachen dadurch entdecken, ausprobieren? Das ist doch richtig kacke. Und Assi, aber sowas von. Das bedeutet, auch ich bin nichts weiter als eine Kreatur. Geschaffen von Menschenhand. Gar kaum ein Lebewesen. Nein, das ist nicht wahr. Menos, ihr seid nicht bloß irgendeine Kreatur. Ihr seid Menos, Sohn von König Artus, Oberbefehlshaber der Armee von Dämonia, Erbe des Throns von Dämonia selbst. Und ihr seid außerdem unser Freund. Dennoch, mein Volk wurde durch das Kaiserreich ausgelöscht. Mein Sohn wird von seinem Durst nach Rache verzehrt. Und jetzt das. Vielleicht haben die Magier die Dämonen geschaffen. Na und? Das ändert nichts daran, wer ihr seid. Warum müsst ihr immer in die Vergangenheit blicken? Ihr könnt euch nicht von der Vergangenheit in Ketten legen lassen, wie tragisch sie auch sein mag. Warum mit etwas hadern, was ihr nicht mehr ändern könnt? Alles, was zählt, ist dieser Moment und das, was wir im nächsten tun werden. Das Wichtigste ist, dass ihr nicht alleine seid. Kuro, Fina, ich bin auch da. Wir sind alle auf eurer Seite. Ich verstehe eure Worte, Velvet. In der Tat würde ich die Vergangenheit nur allzu gerne ruhen lassen und mich der Zukunft zuwenden, genau wie mein Vater es mich lehrte. Und doch, ich habe noch Hoffnung. Ihr sagtet, dass wir nicht die Macht haben, die Vergangenheit zu ändern. Auch ich glaubte das. Doch unsere Reisen haben uns das Gegenteil bewiesen. Wie also kann ich mich damit zufrieden geben, nicht zu handeln? Wie kann ich die Realität in ihrer gegenwärtigen Form akzeptieren? Das Problem ist, wir wissen noch immer nicht, ob wir nach freiem Willen handeln. Was, wenn die Änderungen, die wir am Zeitkontinuum bewirken, selbst vorherbestimmt sind? Ich glaube nicht an Schicksal oder Vorhersehung, unser Vermögen durch die Zeit zu reißen. Ich wusste bislang nicht, was ich davon halten sollte. Doch jetzt verstehe ich es. Es hat uns ermöglicht, die Realität zu reparieren, unsere Welt zum Besseren zu ändern. Und wer entscheidet, was besser für die Welt ist? Ihr? Ich? Wir vier? Wer sind wir, uns anzumaßen, diese Entscheidung für jene zu treffen, deren Leben wir dadurch umwälzen? Und wie viele Leben werden für jedes gerettete Leben ausgelöscht? Wie wollen wir die Nebenwirkungen auf Jahrtausende der Geschichte kontrollieren? Ich glaube nicht, dass Zeitreisen ein Freibrief dafür sind, die Geschichte zu ändern. Die Vergangenheit ist, was sie ist. Wir können nicht Gott spielen. Euer Argument ergibt wenig Sinn. Wenn wir diese Macht schon besitzen, warum sollten wir sie dann nicht nutzen? Ich ertrage es nicht, wenn sie streiten. Können sie nicht einfach ihre Differenzen akzeptieren? Was ist mit euch, Kuro? Glaubt ihr, wir sollten die Geschichte so mir nichts, dir nichts ändern? Jo. Klar, die Versuchung ist groß, aber Velvet hat schon recht. Wir sollten uns der Folgen bewusst sein. Das ist halt dieses Für und Wider, was Zeitreisen angeht, ne? Einerseits hast du halt die Macht und einerseits ist es so, ja, wir haben die Möglichkeiten, warum es also nicht nutzen. Andererseits kann man halt damit viel kaputt machen, viel auslösen. Ich kann hier nichts weiter angucken. Ach, schon krass. Ihr seid mir also tatsächlich gefolgt. Gebt auf, Margus. Ihr seid erledigt.
Ich gebe zu, ich habe euch unterschätzt. Ich dachte, nur Oberst Dorkin könnte meine Pläne vereiteln. Ihr habt mein Volk abgeschlachtet. Das werde ich euch nie verzeihen. Euer Volk? Oh, ihr meint diese Monster, die wir Dämonen nennen. Seid euch gewiss, wenn ich euch endlich ausgemerzt habe, werde ich diese uralten Maschinen der Magie wieder in Gang setzen. Und mit ihrer Hilfe werde ich eine Armee von Dämonen aufstellen. Eine Armee, die meinem Befehl gehorcht. Damit kommt ihr nicht davon. Das werden wir ja sehen. Gefunden, Musikspielmodus. Bitte was? Ich weiß nicht. Okay, ich glaube, ich muss die Dings machen. Ach Mist. Oh Gott, ich bin nicht gut in sowas. Okay, jetzt hab ich. Jetzt bin ich drinne. Nein, nein, nein. So viel dazu. Ich konzentriere mich jetzt. Ich halte die Klappe. Ah, Mann. Ich verwechsel immer oben und unten. Ich weiß, warum ich nie Rockstar-Dingens da gespielt habe. Oh, jetzt hat meine Hand weh. Meine Armee. Meine Dämonen. Ich glaube, das war wohl der beste Bossfight überhaupt. Ich habe mein Volk gerecht. Doch retten konnte ich es nicht. Menos. Lass gut sein. Ich habe über eure Worte nachgedacht, Velvet. Ich glaube, letztendlich habt ihr recht. Danke für eure Hilfe, meine lieben Freunde. Ja, wir können halt nicht noch weiter in die Vergangenheit zurück, sonst hätten wir den Markus aufgehalten, bevor er überhaupt dieses Zelt angegriffen hat, also dieses Lager. War alles in Ordnung bei ihm? Oder musste er die Tränen unterdrücken? Oder dass sie immer einen Satz von sich geben müssen, bevor sie wieder in mich reinklettern. Menos, tut mir so leid, Koro. Er hat das alles wirklich nicht verdient. Dann wiederum, wer hätte das schon? Schlüssel des Markus. Unter seiner Robe verborgen. Was öffnet er? Das frage ich mir aber auch. Und dann wird das erste Fragment, ne? Fragment der Erde. Oh, schön. Unser erstes Fragment. Passt denn ja ganz gut, ne? Würde ich sagen, mache ich einen Schnitt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin dann. Tschüss. Eure Teil.